Diamanten. Was macht eigentlich unsere uralte Saat? Aus der wird nichts. Wie es aussieht. Ach so. Ich habe gerade überlegt, was macht sie in meinem Stall, aber. Warum liegt hier Stroh rum? Warum liegt hier überhaupt Stroh? Blum, 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 blum. Blum, blum. Doch. Ja, dein Text wird angezeigt, eigentlich. Ich glaube, die Streams sind generell in der Vergangenheit. Also, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das immer verzögert ist, aber ich glaube, es sind so 10 Sekunden, sind das bestimmt. Bis man die Nachricht schreibt und die dann ankommt. Das dauert schon eine ganze Weile. Das liegt irgendwie, glaube ich, es muss an YouTube liegen. An was anderem kann ich es mir nicht erklären. Ach, die Bibliothek müsste eigentlich schon so viele Bücher haben. So viele, wie wir schon ausgegraben haben. So, was ist heute? Ach, Evelyn hat Geburtstag. Was mag sie denn so? Wir können uns jetzt hier mal so langsam herantasten. Aber ich will kein Risiko eingehen. Ich google das mal schnell. Stardew Valley Evelyn. 12 bis 15 Sekunden, okay. Am liebsten mag sie rote Beete, Schokoladenkuchen mag sie auch sehr gerne. Diamanten habe ich gerade nicht. Tulpen. Gänseblümchen mag sie. Neutral. Quarz mag sie nicht. Okay. Sie mag Schokoladenkuchen. Das werde ich ihr bringen. Ich werde der alten Oma ihren Tag verschönern. Das könnt ihr aber, da könnte ich aber drauf verlassen. Hi, Marvel Man. Ich hole mir jetzt den Schokoladen. Oder habe ich schon? Habe ich die noch? Den Schokoladenkuchen. Alter, ist draußen schon wieder ein Feuerwerk? Oder ist die Kriminalität schon so hoch gestiegen, dass sich hier Menschen abknallen? Auf offener Straße. Man weiß es nicht. Komm, mach deinen scheiß Laden auf, Alter. Ich stürm hier gleich rein. Hi, Pam. Ich wollte mit den Fischen anfangen, wenn der Fluss schon so nah ist. Ich sollte mit den Fischen anfangen. Hi. Hast du zufällig ein Rezept für Schokoladenkuchen? Gibt es die Rezepte? Wo gibt es denn die Rezepte überhaupt? Vielleicht gibt es die Rezepte ja im Joja-Markt. Join us, thrive. Nein. Wo ist denn das Rezept für den Schokoladenkuchen? Mann. So eine Scheiße hier. Ansonsten haben wir nur noch Bürgermeister Shorts und ich glaube nicht, dass wir uns so schnell mit Mani anfreunden können, oder? Was mag denn Mani so für? Mani. Heißt sie nicht Mani? Aber bestimmt mit IE. Genau. So, Mani mag am liebsten Diamanten. Quarz mag sie auch sehr gerne, anscheinend. Und da sie Quarz mag, habe ich schon mal eine Quelle,
Denn ich habe genug Quarz rumzuliegen. Einfach immer wieder Quarz schenken. Voll easy. Ah, Schokoladenkuchen. Zweimal sogar noch. Mensch, Mensch. Und ein Quarz. Ach, ich erinnere mich, die Rezepte gab es im Saloon zu kaufen. Jetzt wissen wir es. Jetzt weiß ich's. Ach ja. Ist sie denn gerade da? Hoffentlich. Ja. Quarz. Danke dir. Gleich mal ein Herz, Alter. Was könnte man denn noch gebrauchen? Tiere. Nee, Tiere haben wir ja schon so viele. Zwei. Also zwei Hühner, also ein. Drei Hühner, eine Kuh, eine Ziege, das wollte ich sagen. So, das heißt, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir doch mal zu Evelyn. Ich weiß ja, wo sie wohnt. Und schenken ihr den Schokoladenkuchen, weil sie Geburtstag hat. Wo wohnt sie nochmal? Sie wohnt, glaube ich, hier in diesem Haus. In dem ich schon ewig nicht mehr drin war, das muss man mal so sagen. Evelyn! Wir leben hier schon seit über 30 Jahren. Wir haben viele Leute kommen und gehen sehen. Dein Großvater war einer davon. Gott hab ihn selig. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Gleich mal drei Herzen auf einmal. Und im Saloon können wir da mal schauen, ob wir da ein paar Rezepte kaufen können. Wir haben ja jetzt Geld. Ohne Ende. Ja, genau. Seht ihr da? Kartoffelpuffer. Omelette. Pizza. Ey, cool. So. Jetzt haben wir alle Rezepte. Und wir können mal anfangen zu kochen. Irgendwann mal. Irgendwann. 18 Mal gekocht, einmal gekocht. Wir kochen echt nicht viel, das muss man mal so sagen. Könnten eventuell mehr kochen. Unsere Fähigkeiten sind auch, das Sammeln ist ziemlich ausgeprägt. Fischen haben wir aber 8, Fischen ist gut. Trotzdem können wir noch ein bisschen mehr fischen, oder? In dem Spiel geht es darum, ich weiß nicht, ob du Harvest Moon kennst, Huch. Das ist so ähnlich wie Harvest Moon. Man hat einen Bauernhof und kümmert sich um den Bauernhof und pflanzt Pflanzen an, erntet die Pflanzen wieder. Momentan kann ich aber nichts ernten und sehen, weil es Winter ist. Aber meine Tiere sind noch da. Die können immer noch Sachen abwerfen, die ich verkaufen kann für Geld. Ah, ich habe mir gerade am Auge gekratzt. Das ist doch Wahnsinn. Darf man sich hier nicht mal kratzen im Auge? Das ist doch unglaublich. Und er ist nicht zu Hause. Keiner ist jemals zu Hause. Okay. Beiß an, du scheiß Fisch.
Oh Mann. Na also. Eine Seegurke. Beiß an. So, das war jetzt genug geangelt. Ich habe keinen Bock mehr. Und wir haben immer noch zwei Angeln mit. Wir sollten mal unsere eine Angel wegwerfen oder entsorgen. So. Machen wir jetzt noch ein bisschen Hofarbeit? Ich glaube, ja, das sollten wir wahrscheinlich machen. Wäre angebracht. Sollte man machen. Könnte man machen. Sollte man tun. Könnte man tun. Ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht. Erstmal können wir bisschen was verkaufen. Und die Geoden müssen wir auch noch aufbrechen. Können wir unsere Angel verkaufen? Nö. Aber wir können sie wenigstens einlagern. Das können wir machen. Schokoladenkuchen brauchen wir erst am 25. oder so. Können wir auch erstmal noch drin lassen. Schauen wir uns mal die Herd an. So, für ein Omelett braucht man ein Ei und ein Milch. Eins Milch. Pizza, Weizenmehl, Tomate, Käse. Kartoffelöl. Weizenmehl, Ei. Peperoni, Käse. Weizenmehl. Mais. Weizenmehl, Strandschnecke. Strandschnecke? Wirk. Oh, aber es sind ja schöne Rezepte. Kann man machen. Kann man echt machen. So. Gucken wir uns mal das hier noch ein bisschen an. Könnten wir hier noch irgendwas machen? Außer die paar Bäume fällen. Aber wir haben ja so viel. Wir haben so viel Holz einfach nur. Das werden wir niemals verbrauchen. Na doch, werden wir schon. Aber wir haben halt viel Holz. Machst du bald einen 24-Stunden-Stream? Ja, bei 24.000 Abonnenten mache ich einen. Bei 24.000 Abonnenten mache ich einen 24-Stunden-Stream. Bei 100.000 Abonnenten einen 100-Stunden-Stream. Weil das so schön passt, weißt du? Dann so richtig geil so ein Stream mit Spenden und dann bin ich reich. Reich. Aber irgendwann, wenn sich das lohnt, mache ich auf jeden Fall so einen Ausdauerstream. Irgendwann, wenn ich halt viel Zeit habe, wenn ich Urlaub habe und was auch immer. Also da müssen schon viele Faktoren erfüllt sein. Okay, ja, mach dir mal 23.000 Accounts. Aber die reichen ja gar nicht, denn ich habe ja dann auch immer bloß noch 23.113.